weil wir hier hochkonzentriert arbeiten. Ja, wieso? Arbeitet er daran, den Kasten Bier leer zu machen? Kannst ja bloß im Zug vertragen, die Arbeit hier. Stimmt, ich glaube, er kommt noch zu der Pause. Ich sehe meine Maus gerade nicht. Mich nicht rumdrehen. Und der Häcksler steht schon wieder schief. Ah, jetzt geht's. Gut, die sind mal gegengefahren, ne? Ja. So weiter besoffen ist der Fahrer im Häcksler. Oh. Hi, Blacky. Moin. Guten Mittag, moin. Lass uns heute was zu meckern haben. Und wie sieht dein Bräuler aus? Ja, er muss noch ein bisschen. Total schwarz. Nee, der geht ja gar nicht. Der ist im Backbeutel drin. Oh, von Maggi. Backschlamm. Oh, hast du ihn eingepackt, bis es nicht kalt wird oder was? Wieso Maggi? Militär, wenn sie bestimmt. Nee, ich hab den auch fertig gekauft im Backbeutel schon. Was ist das? Warum häckselt der hier das Gras weiter? So weit fahren, wie weit das ist bis zum Hof. Oh Gott. Den großen Anhänger. Ist da eine Stunde unterwegs, hätte den Hänger ausgepasst. Na, übertreib's jetzt mal nicht. Und dann noch 2 Stunden zurück. Vorher an der Imbiss angehalten. Noch eine Böbo hineingeschoben mit Brötchen. Hier gibt's keine Bobos. Oh. Nur Hot Dogs. Ah, wie Hunde essen. Heiße Hunde, pfui. Naja, einen kalten Hund. Kalter Hund, lecker. Oder Spare Ribs. Kalter Hund. Kalter ja, Hund. Kalte Schnauze ist das. Hm? Der Keksschokoladenkuchen. Macht also gut, wir kennen ja heutzutage das. Kalten Hund. Keiner mehr weiß, wie geil das ist. Du, Castor. Oh, jetzt. Was ist eigentlich, wenn ich Silage und Stroh gleichzeitig auslagere? Vermischt sich das dann? Wie? Wenn ich jetzt einen Anhänger drunter stelle, der Stroh auslagert, aus dem Lager, und nebendran einschaltet, der gleichzeitig Silage auslagert. Kommt dann bei der Silage, weil der Stroh muss ja bei der Silage vorbeilaufen. Kommt dann Silagestroh raus bei der Silage oder? Nein, das ist alles getrennt, ordnungsmäßig. Ah, das ist Nanotechnologie, oder? Ja. Okay.
das schon immer so bei den Spongebob ist, dass der einfach dass der den Rasen weiter häckselt? Ja. Wenn er mit drauf kommt, mit dem Gebiss, ja. Okay. Dann häckseln wir einmal erstmal drumherum. Die kannst du ja auch mit Rasen füttern, ist dem egal. Das ist ja komisch. Gibt's da vorher wohl eine Waschanlage? Nein. Hast den Kerl schon stehen. Wo steht der? Dachte den nicht. Warum jetzt schon wieder Autos putzen? Meine Frontscheibe zumindest. Ich hasse das wie die Pest, Alter, wenn sie ständig die Traktoren waschen, Alter. Das kostet viel Kohle. Erstens das und zweitens sehen Dreck schon wieder Traktoren besser aus. Ja. Sieht nach Arbeit aus. Ja. Dann glänzen sie nicht so doll. Doch unrealistisch sowas. Ja, Traktoren gibt's doch gar nicht. Aber wenn sie glänzen, ist es auch unrealistisch wieder. Wie gesagt, ich hab das vom Programmierer so noch im Kopf. Wo einige wirklich gefragt hat wegen dem Glanz. Er sagt also, wenn ich meinen Traktor beim Händler abhole, dann soll der glänzen. Bei 350.000 Euro das Stück. Ja, haben sie ja schon recht. Aber halt nicht permanent dann durchweg glänzt. Das ist halt Speziallack. Ja. Nanolack. Perl so Schmutz ab. Mit dem Lotus-Effekt. Nicht hier die thailändische Lotusblüte, die dann tanzt, sondern. Ach, das Laden dauert so lange. Oh. Ich hätte ja auch 100.000 pro Sekunde einstellen können. Schwupp, ist der Hänger voll. Oboband, Alter. Da ist noch 23.000 Stroh drin. Das ist nicht gut. Muss ich meinen Leuten Bescheid sagen, müssen wir Stroh machen. Der Rest ist alles im Mixfeeder. Gras ist auch alles im Mixfeeder, auch lagerleer. Nicht überlegt, mit der Gülle zu düngen. Nee. So aufwendig. Ich mag keine Gülle. Klingt immer so. Ja. Find's immer sehr schrecklich, weil ich bei den Schwiegereltern bin und die oben in den Kuhstall das Güllebecken durchspüren. Weil das oben auf dem Hang ist und das zieht alles richtig schön durchs Dorf durch. Sehr angenehm. Schöne Landluft ist das. Ja, ist ja okay, aber nicht, wenn die dann so konzentriert ins Dorf reinkommt. Wenn sie wollen, sie ihre Gülle aufs Feld schmeißen, das ist dann auch schlimm. Weil ich habe Luftlinie 5 Meter bis zum Feld, dann nicht zu ab und zu mal. Und auch nicht so der Bringer. Nicht so der Burner, sagst du? Nicht so wirklich. Oh, Dings. Kastor, weißt du, welches Feld ich geliebt habe? Auf der Hagenstedt. Das Feld unten an der BGA. Ich glaube Feld 10 war das. Okay. Also wir sind am 13er. Nee, hab ich nie gespielt, der Hagenstedt. Ehrlich nicht? Boah, das war so cool, Alter. Das war nah am Hof verhältnismäßig, war schön groß, erschwinglich und direkt an der BGA. Ich glaube, wo ich mir einen LS13 gekauft habe, was war denn? Ich glaube, das war gleich die MIG-Map, die ich mir als Mod draufgezogen habe.
Kurze Frage, was soll ich denn anbauen hier? Roggen, Dinkel, Tritikale, Weizen, Roggen. Gras? Roggen. Roggen. Stimmt automatisch hinterher, oder? Musst du einschalten, glaube ich. Wie das? Willst du einen Helfer laufen? Probier mal einen Helfer laufen lassen, dann musst du eigentlich hinter dem rauskommen. Nee, kommt nichts raus. Bin auch leer aus. Dann musst du ja Geld abziehen. Knappe 20.000 Dünger drin, aber. Der zieht nicht wirklich was ab bei dir aus der Sämaschine. Da ist nur noch 19.650 drin. Jetzt zieht er was ab. Ja, ist nicht gedüngt hinter mir, ne? Merkwürdig. Wie gesagt, meine Leute haben das immer verarbeitet. Lass uns deine Leute mal weitermachen. Oh, Jungs, falsch machen. Also körperlich sind wir 3, geistig 0. Minus 1. Ja, muss er mitbringen noch. Hast du BGA Extension drauf, oder? Nö. Moin, Olli. Oder die kleine Schaufel. Ich fülle die BGA immer mit dem Hänger. Mit dem Hänger? Mit dem Hänger. Also, dass der Hektar schief steht, da bin ich nicht dran schuld. Deshalb sagst du immer. Nein, ich bin diesmal unschuldig. Wie läuft's mit der Map, Kasper? Naja, er hat sich neue Sklaven eingestellt hier. Braucht der Hilfe. Nee, läuft gut. Ich freue mich schon auf LS17. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Mach eine Pause. Ich mache keine Pause, ich kontrolliere was.